Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn wir heute etwas Schmuck auspacken. Denn von Purelay mein monatliches Abo ist angekommen, der Machina Club. Diesmal in einem kleinen Mini-Versandkarton und nicht wie üblich in einem großen Umschlag. Ich bin gespannt, wie der Schmuck jetzt in diesem Monat ausschauen wird und was das Thema sein wird. Ich erzähle euch auch gleich noch ein bisschen was zu dem Abo, zu der Abo-Form und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Für den Mahina Club von Purelay bezahlt ihr 25 Euro im Monat und ihr bekommt dann eben jeden Monat ein schönes Schmuckset nach Hause. Das besteht immer mindestens aus einer Kette und einem weiteren ergänzenden Stück, wie zum Beispiel Ohrringe, ein Armband oder ein Fußkettchen zum Beispiel. Ihr habt außerdem die Wahl zwischen silberfarbenen, goldfarbenen oder roségoldfarbenen Schmuck und ich habe jetzt ab diesem Monat wieder roségoldfarbenen Schmuck. Die letzten Monate war ja immer silberfarben, aber ich dachte mir auch, ich möchte jetzt einfach mal wieder wechseln. Und das Schöne ist, dass man das eben ganz einfach bei Purelay machen kann. Man kann monatlich wechseln und das finde ich einfach ganz toll. Grundsätzlich handelt es sich bei dem Schmuck von Purelay um Edelstahlschmuck, der nach meinem Empfinden und meinen Erfahrungen wirklich sehr robust ist, nicht abfärbt und auch mal eine Dusche verträgt oder ein Bad im See zum Beispiel. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich finde die Qualität ganz toll. Und der Wert des Schmucksets beträgt immer um die 60 Euro. Also wenn diese Sets dann später ganz regulär im Shop zu sehen sind, ist der Warenwert meistens so um die 60 Euro. Ja, ich mache jetzt hier den Versandkarton einfach mal auf und dann schauen wir uns an, was sich darin verbirgt. Wer weiß, warum das diesmal auch so ein kleiner Versandkarton ist und keine Tasche. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie finde ich hier das zum Öffnen nicht. Aber jetzt, dann mache ich es einmal auf. Hier habt ihr einen Blick in diesen kleinen Versandkarton und da lacht uns zuallererst ein kleiner Flyer an mit 20% Rabatt von Snox. Ich glaube, es wird um Socken gehen. Zumindest sind da Socken abgebildet und Snox kommt da irgendwie so hin. Entdecke Basics neu mit Snox. Du findest bei uns nicht nur Socken für jeden Anlass, sondern auch ultra bequeme Unterwäsche und mehr. Sagt mir noch gar nichts. Also der Code ist Pure20 Lay. Ich halte es euch mal in die Kamera. Falls euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne einfach mal abschreiben. Und jetzt nehme ich hier als nächstes dieses etwas heraus und da sind ein paar Palmen abgebildet. Find me under the palms. Finde mich unter den Palmen. Ja, es ist so ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen, so nach der Maßgabe. Ich bin dann mal weg. Wenn du mich suchst, dann such mich da auf einer Insel unter Palmen werde ich liegen und werde die Sonne genießen. Ein schönes Bild, irgendwie ganz schlicht. Man könnte sich das einrahmen. Hier auf der Rückseite ist nichts drauf. Man könnte da auch ein paar Grußzeilen draufschreiben und das verschicken zum Beispiel. Da werde ich mir irgendwas mit einfallen lassen. Und hier steht dreimal Paradise. Paradise, Paradise, Paradise. Ja, es passt so. Purelay und Hawaii. Also irgendwie sehr stimmig, sehr schön. Dafür werde ich in jedem Fall Verwendung finden. Dann habe ich hier einmal die Schmuckschachtel, wo wir gleich den Schmuck drin finden werden. Auch die sieht wieder sehr hübsch aus. Die hat hier so, ja, wie so Federn. Frauenblätter oder sowas drauf. Sehr, sehr hübsch. Und dann haben wir hier aber auch noch das große Magazin mit drin und da blättern wir als erstes rein. Das Magazin verrät uns nämlich auch immer das Thema für die Ausgabe und das ist diesmal Sand and Sea Edition, also die Sand- und Meer-Edition. Ich glaube, es wird vielleicht etwas filigraner, vielleicht auch etwas mit Perlen, das fände ich ganz schön. Ich werde euch hier die Abbildungen aus dem Magazin erstmal nicht zeigen, denn sie verraten einfach schon, wie der Schmuck ausschaut. Aber sie schreiben immer so eine kleine Geschichte in jedem Monat und da möchte ich euch gerne einen Teil von vorlesen. Inspiration. Du wachst auf und weißt, wohin du gehen musst. Die Sonne scheint warm auf dich herab und schnellen Schrittes gehst du an den Ort, der dein Herz mit aller Macht anzieht. Du schlüpfst aus den Schuhen und deine Füße sinken in den feinen Sand. Ausatmen. Du schließt die Augen und nimmst einen langen, tiefen Atemzug. Einatmen. Ja, irgendwie sehr stimmungsvoll und Me-Time bezogen. Also wirklich sehr, sehr schön. Der Text geht dann hier noch ordentlich weiter. Sie zeigen hier ganz viele Bilder und dann verraten Sie hier auch, wie das Schmuckset heißt, nämlich Kahakai. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Sie machen da auch immer diese,
Lautenschrift, wie man es ausspricht, aber Kahakai steht da in diesen eckigen Klammern. Es ist ein Nomen aus dem Hawaiianischen und bedeutet Strand. Also wir haben das Strandset jetzt in dieser Box drin. Und dann wird das auch nochmal etwas detaillierter beschrieben. Und was ich ganz schön finde, auf den nachfolgenden Seiten sieht man ein paar Abbildungen, wie man dieses Schmuckset eben auch mit anderen Schmuckstücken kombinieren kann. So, wir schauen uns das jetzt aber mal genauer an. Ich finde diese Schmuckschachteln sehr hochwertig und schön. Sie haben hier immer so eine schöne Schlaufe dran, wo man das Ganze aufziehen kann. Die kann man auch super zum Beispiel weiterverwenden, wenn man Gutscheine verschenken möchte oder eben, um damit seinen Schmuck aufzubewahren. Und jetzt ziehe ich hier, dann sehen wir hier was Filigranes. Und hier sehen wir die Spitze eines Samtsäckchens. Das heißt, wir haben Ohrringe drin. Und ja, ich finde es auch schön, dass hier dieser Einleger auch diese gleiche Optik hat wie das außenrum. Ich würde sagen, wir schauen uns zuallererst einmal die Kette an. Die versteckt sich hier oben ein bisschen. Die hole ich da erstmal raus. Und wir haben in diesem Monat wirklich ein ganz filigranes, schlichtes Kettendesign. Mir gefällt es ausgesprochen gut. Ich mag es sehr gerne leiden, weil ich glaube, man kann das einfach auch wirklich sehr gut mit anderen Dingen kombinieren. Im Prinzip ist es von der Kettenlänge eine kurze Variante. Ich glaube so 40, 45 cm, je nachdem, wie man sich das einstellt. Man kann hier nämlich entweder das auf diese lange Weite einstellen oder eben etwas kürzer tragen. Aber bei diesen kurzen Ketten passt es gar nicht um meinen Hals. Ich habe mir mittlerweile auch so einen Extender gekauft. Der kostet nicht so viel und den kann man dann immer switchen zwischen den Ketten. Und dann kann ich das auf meiner bevorzugten Länge tragen. Was mir hier sehr gut gefällt, sind diese Kügelchen dran. Das macht es ein klein wenig verspielt. Das sind insgesamt 5 Stück. Auch die Kügelchen sind sehr schlicht, aber ich finde, es sieht einfach sehr ja, stimmig aus und ich bin gleich gespannt auf die Ohrringe dazu. Ich werde aber jetzt erstmal die Kette anlegen. Ich trage die Kette jetzt mit der weitesten Länge. Die kürzere wäre wirklich zu eng am Hals, da würde ich mich eingeschnürt fühlen. Aber so sieht es doch auch gerade zu diesem Ausschnitt ganz schön aus. Ich finde, es funkelt richtig schön. Ich zeige es euch auch mal ein klein wenig aus der Nähe. Also ich mag es sehr. Mal gucken, wie jetzt die Ohrringe dazu sein werden. Ich glaube, die sind nämlich etwas größer und gröber, seht ihr das? Und es geht so in diese Perlenrichtung. Ich weiß nicht, aus was für ein Material das genau ist. Es könnte auch Perlmutt oder irgendwas in diese Richtung sein, wobei das natürlich schon ein Produkt wäre, was sehr teuer ist. Aber ja, wir haben hier 2 schöne, lange Ohrringe drin und vom Prinzip her, vom Stil her, wiederholen sich da letztendlich diese Kugeln hier unten in der Kette. Und dadurch, finde ich, passt es doch ganz gut zusammen, wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit so etwas Auffälligen für die Ohren gerechnet hätte. Aber ich glaube, sie haben sich da schon etwas bei gedacht, denn hier bei diesem Set stehen einfach oder sollen einfach diese Ohrringe ganz klar im Fokus stehen. Und ich finde, sie passen sehr gut zu dem Thema Strand, Sand und Meer. Also ich finde sie ganz, ganz toll. Ich finde, sie sehen sehr natürlich aus, weil sie sehr ja, individuell sind, sehr sehr schlicht auch einfach. Hier oben haben wir auch nochmal so kleine Kügelchen dran und die werde ich jetzt natürlich auch einmal anlegen. Hier seht ihr sie jetzt einmal angezogen. Ich finde die Länge wirklich perfekt. Sie sind nicht zu lang, sie stören nicht. Sie fühlen sich recht leicht an dafür, dass sie so groß sind. Ich zeige euch auch das einmal aus der Nähe und ich mag's. Ich finde sowas in der Art wirklich sehr, sehr schön und ich habe andere Ketten zum Beispiel, mit denen ich mir die Ohrringe auch gut vorstellen könnte. Oder man macht dann auch so einen Layering-Look, wo dann auch zum Beispiel in der anderen Kette dann nochmal ein paar Perlen oder sowas drin sind. Also ich stehe da total drauf auf dieses Verspielte und so. Also dieses Set gefällt mir wieder einmal sehr gut. Auch im letzten Monat war ich ja total begeistert von dem Schmuckset. Ich finde, es lohnt sich für mich einfach, weil ich vorher vor diesem Abo auch kaum Schmuck hatte. Und jetzt entdecke ich auch nochmal so ein paar Schätze für mich, die irgendwie was Besonderes sind. Und das gefällt mir einfach sehr gut. Abschließend kann ich nur sagen, dass ich mich schon sehr auf den nächsten Monat freue und gespannt bin, was da drin sein wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich mega drüber freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr jetzt hier gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Damit verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und hier blende ich euch mal noch 2 weitere Videovorschläge ein. Klickt doch da gerne mal rein. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.